Recht herzlich willkommen zur 87. Folge von Grand Age Medieval. Unser Händler ist schon angekommen. Also wir müssen erst den Händler auswählen, dann können wir da auch was machen. So, jetzt aber. Und der kann hier Brot kaufen und ziemlich viel sogar. Boah. Hey, also ich sag mal so, ne? Es lohnt sich eigentlich alles zu kaufen, oder? Ich kaufe mal 20 Brote, kaufe ich mal. Hier können wir was verkaufen. 17. 20. Salz geht auch was. Machen wir 124 den Preis, oder? Ne, 120 geht auch. Machen wir 120. Oh, die wollen gar nicht so viel, oder wie sehe ich? Ach, wir haben gar nicht so viel, okay. Das ist der gleiche Preis, aber Honig kann man auch zukaufen. Das ist auch kein Ding. 98, das ist sogar eine Wahnsinnssumme. 60 ist super Preis für Obst. Oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist der Wagen dann voll, ne? Genau, dann lass uns jetzt gucken, was wir was verkaufen. Ja, hier geht auf jeden Fall was. Alles für den Preis? Super. 40. Geht. Dann lass uns nochmal hier das hoch machen. 149 Obst. Hier geht was. Lass uns 4 machen. Und da 6er. Also hier wird nochmal was gehen. Nochmal 10 von dem Obst. Ja, das geht gut, oder? So, hier. Nee. Wo war das jetzt hier? Nee, da können wir alles nichts kaufen. Das ist schon okay. So, hier, das wäre schön, wenn wir noch mehr hätten. Aber das geht halt gerade nicht, ne? Schon unterwegs. Gut, dann reisen wir wieder nach Dnipropetrovsk. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die 50 wieder kriegen. 49 immer nur. Also, das können wir nicht. Hier geht auf jeden Fall was. Und dann haben wir unsere 50 auf jeden Fall wieder. Das ist der gleiche Preis. Haben wir nichts. Hier geht was. Machen wir 10 davon rüber. Der Fisch, naja, so gut ist er hier jetzt nicht im Angebot, aber doch einiges. 1% hat es gebracht. Hier ist 60. Das ist eine Nullnummer, ne? Lassen wir so stehen. Okay, mehr geht nicht. Das geht sofort hoch, das war klar. Da ist nichts da. Dann nehmen wir die 5 mit. Jo, hier oben wäre noch, aber das ist 39, ist auch schon teuer. Hier können wir noch was beizuhen. Na, jetzt der Wagen voll, ne? Ja, komm. Alles gut, dann sehr hier wohl rüber. Sehr wohl. Was ist das hier für ein Trupp hier? Bautrupp? Ja. Kann er deine Straße verbessern hier? Nein, darf er immer noch nicht. Und was anderes kann er auch nicht, glaube ich, ne? Oder kann er hier so rüberlaufen? Ne, geht so nicht. Okay. So, dann hier nochmal rein. Oh, da würde was... Ah, Wagen ist erstmal voll, ne? Da können wir was verkaufen für den Preis immer noch. Ne, da lassen wir die 120 und machen noch 110 rüber. Hier geht auch was. Zock. Hier geht auch noch was. Auch. Hier geht alle 3 oder 5. Hier geht auf jeden Fall auch gut. ...268, Respekt. Na, da müssten wir schon eher kaufen, hier verkaufen, aber... ...lohnt sich nicht. Oh, hier 120 ist ein guter Preis. 493. Krass. Wagen voll, ne? Ja. Die 493 sind natürlich super, ne?
Na, okay, weiter geht die Reise erstmal. Schon unterwegs. Nochmal über Kiew gucken. Zähne weg. Das ist 80, das ist 60. 60, 48, ja, hier wird sich's lohnen im Endeffekt, aber das möchte ich gerne mitnehmen, weil ich da hinten die Prozente haben will, ne? 250 geht sofort hoch. 144 auch. Obwohl das jetzt hier zwei Sachen wären, wo man natürlich, ne? Ach, da ist der Wagen voll, das lohnt dann auch nicht. Gut. Fahren wir mal hin und gucken, was wir da noch lassen können. Zu weit weg bringt es ja jetzt auch nicht so wirklich, ne? Dann fällt das wieder zu viel eigentlich, ne? Auf der anderen Seite, vielleicht sind dann die Preise, die wir brauchen, auch besser, ne? So, 110, da können wir noch zukaufen. Das ist es nicht, hier ist es. Ne, es ist auch nicht, Quack. Das ist ja nicht die 102, sondern die 60 ist das Entscheidende. Ja, hier ist es wieder Toppreis bei 100 waren. 55, das hat sich rentiert. Also wir müssen eigentlich zusehen, dass wir solche Sachen wie Wein, Keramik, Hemden, Fleisch und Sprung sowie das Bier kriegen, ne? Mit Vergnügen. Reisen wir nochmal eine Rundreise. 55% waren das gerade, das ist schon reichlich, ne? Geht jetzt mal voran. Die bringen wahrscheinlich die falschen Klamotten da jetzt hin, ne? Dass ich nichts mehr machen kann. 206. Zwölf, 60. Ja, die nehmen den restlichen Wein wahrscheinlich dann. 111. 9% gab es jetzt hier. Keramik war es, Hemden waren es. Diese drei Sachen waren es ja. Und da fehlt man noch ein bisschen zukaufen jetzt. Den Honig, den kriegt man eigentlich auch immer relativ gut los. Salz. Ne, geht gleich hoch. Früchte mit 60 ist gut. Da ist der Wagen voll, ne? Genau. Oh, hier ist irgendwas. Pest oder so, aber boah, egal, rein. Unser Bautrupp, wo steht der jetzt? Haben wir den nicht hier irgendwo gehabt? Ach, da unten ist der, ne? Geht da oben die Straße bauen? Nein, geht auch nicht. Achso, ich muss den erst abwehren. Wir sind bald da. Nee, zeig, wir sind nicht Weg. Da. Bleib du da. Hit mal dahin. Da darf man nirgends rein, oder was? Auch toll. Naja. Zeig den Vielleicht Weg. Gehen sie doch besser in der Stadt. Prunk. Also, wir müssen erst den Wagen leer machen. Pelze. Gehen reichlich oder was? Alle für den Preis. Cool. Weg damit. 94, da geht ein bisschen. 85 ist ganz gut. Hier machen wir auch was. 65. Hier ist es 100. Die Wolle geht auch wieder weg. Passt. Ich glaube, da ging noch ein bisschen mehr, oder? Ja. Zwölfe. So, da geht noch Wein zu kaufen. Aber jetzt habe ich dann den Wagen wieder voll, ne? Das, ja, würde ich gerne machen, aber ich sehe hier die Hemden. Die nehme ich auch erstmal mit, weil die waren da gefragt. Keramik war da gefragt. Die kriege ich hier, auch wenn jetzt der Preis ist. Den Prunk nehme ich mit. Das Brot nehme ich mit. Das Bier war auch gefragt, aber das kriege ich schon nicht mehr. Das Brot war gar nicht gefragt, das Bier war eher gefragt. So. Und jetzt gehen wir da wieder hin und gucken, dass wir die Sachen, die wir gerade gekauft haben, da loswerden, damit wir da die Prozente hochkriegen. Das muss funktionieren, oder?
Laufende Kosten sind höher, ja, wunderbar, ne? So, jetzt, ja. Das muss Prozente geben, oder? So, ich denke mal, hier machen wir einen Stopp. 60%. Das Bier von hier noch 1%. Da geht ein bisschen. Machen wir 2. Hier geht auch ein bisschen. Aber da gibt es keine Prozente für, ne? So, zack, 70%. Cool. Und 77%, jetzt geht's voran. Jetzt haben wir hier oben noch. Passt. 78% und jetzt hier noch was. Bis das zweite Fass kommt. 82%, cool. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Rundreise hier gerade und dann sollte auch das funktionieren eigentlich, oder? Wie viel braucht man da? Zum Stadt übernehmen. Das sehen wir da nicht, sondern. Mit Freude. Nein, nicht mit Freude, da oben hin. So, Diplomatie war das, wenn. Ihr habt etwas mit mir zu besprechen? Ein Angebot unterbreiten. Ein gutes Angebot für mich? Stadt. Nee. Forderung. Stadt, diese Stadt 80% und 95%. Okay. Also 81 haben wir, das läuft dann schon. Dann sind wir schon auf einem guten Weg. Mit den anderen sind wir auch schon mit den Prozenten da, ne? Ist das unser Händler? Ja, ne? Zack, alles weg. Obwohl das auch nicht jetzt richtig war, ne? Die verkaufe ich nicht, die nehme ich in der nächsten Runde da hinten nochmal. Und das auch nicht. Da kriegen wir gleich wieder was, das können wir hier verkaufen. Zack. Haben wir schon 17%, können wir jetzt was kaufen. Das Brot geht aber gleich hoch. Nehmen trotzdem 10 mit. Salz nehmen wir auch 10 mit. Das ist alles nichts jetzt. Hier geht was. 20. Und na, da haben sie nichts. So, damit laufen wir los. Nehmen wir aber die Stadt noch mit. Da können wir überall hin. So, hier hin. Und da müsste es ja den Wein nochmal geben, oder? Auf jeden Fall das Brot. Warte mal, hier nehmen wir erstmal Bier mit. Das war da hinten noch gefragt. Oh, alles für den Preis? Cool. Aber naja, ist auch egal. Fälle kriegen wir da hinten auch. Nee. Hier können wir was verkaufen, definitiv. Okay. hier werden wir was los. Das kriegt man da hinten ja, glaube ich, sogar. Kohle. Ja, den Wein können wir jetzt hier noch den Rest kaufen, ne? Machen wir auch. Und dann gehen wir noch nach Kiew gerade vorbei. Ah, da habe ich irgendwo drauf geklickt, der da gerade vorbeifuhr, oder?
So. Hier könnte man noch mehr kriegen. Hier machen wir was weg. Das hätte ich gerne noch. Holla. Da ist zu viel auf dem Wagen hier. Einfach nur verkaufen, um was anderes kaufen zu können, ne? Also das war das, was die noch nicht... was die brauchten. Bier war noch angebaut. Und der Rest hier unten noch, ne? Ja. Ich denke, jetzt geht's dann dahin und dann sollten wir da auch hinkommen, oder? Ja, schauen wir mal, was uns das so bringt jetzt gerade, ne? Nochmal einmal da rein. So. Keine Prozente. Das Bier. Prozent. Ich glaube, 95 braucht man, ne? Geht da noch mehr? Ne. Das war jetzt auch nicht schlimm. Hier unten die Hemden. 92. 93. 94. Geht da noch mehr? Kommen denn Wein noch? Hallo, ich brauche die 95. Da sind sie. So, Diplomatie. Ihr habt etwas mit mir zu besprechen? Ein Angebot unterbreiten. Unsere Forderungen sind die Stadt. Da, so. Jetzt brauchen wir noch Sympathie. So, Angebot. Christe Gold. Christe. Christe. 400.000. Okay, und dafür wollen wir Sympathie haben. Okay. Vorschlagen. Dieses 65. Stimmig. Angebot unterbreiten. Unsere Stadt wollten wir noch. Emma. Wir brauchen 80%, okay. Das bedeutet, geben ihm nochmal Geld. 400.000. Okay. Und dafür wollten wir die Sympathie haben. Und vorschlagen. Dieses Angebot scheint mir stimmig. 80%. So, jetzt. Sehr schön. Ich mag eure Angebote. Jetzt brauchen wir die Stadt. 80, 80, 95, 95. Okay, und was wollten wir dafür haben? Jetzt reicht's Geld nicht dafür. Wetten. Komplett. Ist das schon 600.000? Ja. Aber da müssen wir noch was anderes hinzufügen, ne? Haben wir das? Ich glaube, das haben wir gar nicht, oder? Oder das haben wir woanders, okay? Ich wünschte, ihr würdet mehr bieten. Uns fehlt die Kohle jetzt, ne?
Wir haben es geschafft. Schließt den Dialog, um fortzufahren. Gut, ja. Lieber Leon, wir sind soweit. Der Senat ist auf deiner Seite. Der Patriarch hat sich zu deinen Gunsten geäußert. Und Banos wähnt sich in Sicherheit. Jetzt brauchen wir einen Sieg. Ein Zeichen deines Triumphes. Lass die Waffen sprechen, Geliebter. Okay, das bedeutet, jetzt müssen wir eben den Krieg erklären, dann übernehmen wir Kiew, dann haben wir ja dann auch die Verbindung und dann ist alles gut sozusagen. Kannst du versuchen, deren Wohlstand zu senken, indem du alle Händler auf dem Weg dorthin abfängst. Je weniger Waren in einer Stadt vorrätig sind, desto niedriger ist ihr Wohlstand und desto kürzer und sind deine Belagerungsstandhalten. Okay, alles klar, weiß ich schon mal Bescheid, ne? Gut, dann würde ich sagen, solle es aber auch für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.